So, es folgt eine Produktion von Radio Weser TV mit großem V. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blick ins Sendegebiet. Seit fast 200 Jahren zieren die Morsier Mühle und natürlich das dazugehörige Müllerhaus nicht nur die Landschaft zwischen Nordenham und Budjading, sondern diente den damaligen Bewohnern als Einkommens- und Nahrungsquelle. Der Landkreis Wesermarsch hat nun beschlossen, das Müllerhaus ebenfalls zu renovieren, um es für die Besucher freizugeben. Radio Weser TV hat sich für sie auf die Baustelle begeben. An einer vielbefahrenen Landstraße zwischen dem Nordenhammer Ortsteil Aberhausen und Stollhamm steht kaum zu übersehen eine Mühle, wie man sie heutzutage nur noch selten sieht. Als Einheimischer fährt man oft an der Morsier Mühle vorbei, ohne sie bewusst wahrzunehmen oder sie als historisches Relikt anzuerkennen. Sie steht dort bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts und wie jedes Gebäude diesen Alters muss auch die Morsier Mühle artgerecht saniert und restauriert werden. Dies geschah bereits vor einigen Jahren. Doch nicht nur die Mühle ist eine Besichtigung wert. Auch das Müllerhaus, welches sich unscheinbar links der Mühle befindet, soll nun in das Museenensemble eingefügt werden. Um es ebenfalls besucherfreundlich zu gestalten, wird es seit circa 2 Jahren aufwendig saniert und restauriert. Nils Meyer, der zuständige Museumsleiter, berichtet über die Geschichte des Hauses. Ja, das ist das sogenannte Müllerhaus. Hier hat die Müllerfamilie Reinken ab 1899 etwa gelebt. Wie alt das Haus ist, wissen wir gar nicht ganz genau. Wir wollen es jetzt noch mal wissenschaftlich erforschen lassen, wie alt das Haus ist. Wie gesagt, ab 1899 hat die Müller-Familie Reinken hier gelebt, bis zum Tod des Ehepaars, Müller-Ehepaars 2003. Dann hat der Landkreis Wesermarsch das Haus hier gebaut und eine Restaurierung in Angriff genommen. Und wir sind so jetzt in der letzten Phase der Sanierung oder Restaurierung auch zum Teil. Das Gebäude ist denkmalgeschützt und wir müssen deswegen unter denkmalrechtlichen Bedingungen sanieren. Das heißt also, die Fenster wurden restauriert, das Mauerwerk wurde restauriert, wir haben eine Drainage bekommen ums Haus, wir haben Edelstahlplatten ins Mauerwerk einschießen lassen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, wir haben das Dach restaurieren lassen. Wir haben neu verputzt, wir haben den Putz gestrichen und 2 neue Außentüren bekommen. Jetzt im 2. Bauabschnitt haben wir eben innen alles restauriert. Wir haben die Holzfußböden wieder eingebaut, wir haben die Wände innen restaurieren lassen, sanieren lassen. Wir haben einen Restaurator eingeschaltet, der Befunde genommen hat, wie haben die Räume oder die Farben in den Räumen ausgesehen. Und wir haben die Türen, wir haben die Elektrik neu machen lassen, die Heizung neu machen lassen. Also eigentlich eine Komplettsanierung vom Rohbau wieder zu einem fertigen Gebäude. Ziel des Ganzen ist es, das Gebäude der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Ralf Neumann, ein Maler, der an der Restaurationsarbeit beteiligt ist, erklärt, was das Besondere an seiner Arbeit ist und worauf besonders geachtet werden muss, wenn man in einem so historischen Gebäude arbeitet. Ja, wir machen eine Wiederherstellung der Wandflächen mit einer Schablonierung, die vorab genommen worden ist von dem Original. Und werden dieses jetzt wieder so herrichten, wie es damals auch gewesen ist. Ne? Zu beachten ist dann natürlich, dass es in der Historie auch bleibt. Und das ist ganz wichtig, dass die Untergründe genauso dann vorgearbeitet sind, wie es früher war. Das ist ganz wichtig bei der Materie. Steffen Peter Schneider, einer der wenigen festangestellten Restauratoren im Lande, wie er selbst sagt, ist ebenfalls an der Neuentwicklung des Hauses beteiligt. Zusammen mit seinen Kollegen stellt er die Wände der damaligen Gaststube wieder her.
Die Restauratorin Steffen-Peter Schneider und Valentin Stripczak beschreiben ebenfalls ihre Arbeitsabläufe. Dieser Raum, jetzt wo wir hier drin sind zurzeit, war die ehemalige Gaststube. Das heißt, hier hat der Müller dann seinen wartenden Gästen, die warteten, dass nun ihr Getreide gemahlen war, den hat er hier dann natürlich nochmal einen Schnaps kredenzt. Hier wurde geraucht und gefeiert, bis dann die Sachen fertig waren. Und dementsprechend war natürlich dann auch die Lösung, die wir da rausgewaschen haben, eine ziemlich nikotinhaltige Soße. Das wurde gereinigt. Wir haben eine recht große Waschstation konzipiert in der Werkstatt. Und es wurde kalt gereinigt durch mehrere Becken und dann auf Sieben getrocknet. Dann wurde im Prinzip als nächstes ein Klebefilm hergestellt auf Silikonpapier. Der musste dann erstmal natürlich auf die Dublierleinwand gesiegelt werden und anschließend konnten wir die Originale mittels Silikonpapier dann da drauf siegeln. Kontrolliert und finanziert wird die Sanierung des Müllerhauses vom Eigentümer, dem Landkreis Wesermarsch. Nils Meyer beschreibt das weitere Vorgehen und die Vorhaben des Landkreises bezüglich der Morseer Mühle. Wir haben ja das Glück, dass der Landkreis 2004 das Gebäude mit dem gesamten Inventar übernommen hat. Das heißt also, nach der Sanierung wird das komplette Inventar der Familie wieder in das Gebäude eingebracht und dann, wahrscheinlich ab dem Pfingstwochenende, wollen wir den Besuchern das Gebäude öffnen. Das wird Teil der Ausstellung des Museums und die Besucher haben dann die Möglichkeit, durch die Räume durchzugehen. Und das war natürlich ausschlaggebend für die Sanierung, für die Gestaltung der Räume. Wir wollten den Besuchern zeigen, wie das Gebäude war. Also die Besucher werden in mehreren Räumen die Möglichkeit haben zu schauen, wie war die Bemalung früher. Und in einigen Räumen wird es auch so sein, dass wir die Bemalung wieder herstellen. Das Ergebnis der nun schon fast zwei Jahre andauernden Restaurierung wird voraussichtlich ab Sommer diesen Jahres zu bestaunen sein. Weitere Infos finden Sie unter www.museum-morseer-mühle.de. Wir wünschen viel Spaß auf Ihrer Entdeckertour ins vorige Jahrhundert. Kommen wir zurück aus der Vergangenheit und begeben uns in die Zukunft. Zur Frage der Woche, bei der es um das sogenannte fürsorgliche Wohnen geht. An der Universität Bielefeld wird an einer vollautomatischen Wohnung geforscht, die unter anderem älteren, pflegebedürftigen Menschen ein längeres, selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll. Schauen Sie selbst, welche die Meinung die Nordenhammer Bürger vertreten. In unserer Frage der Woche. Stellen Sie sich vor, Sie wären pflegebedürftig und statt eines menschlichen Pflegers kümmert sich ein Roboter um Sie. Wie denken Sie darüber? Ach, nein, das wäre mir nicht angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das wäre mir... Ich bin überhaupt nicht technisch begabt und deswegen würde ich so einen Roboter nicht um mich haben wollen. Also das möchte ich nicht. Für mich persönlich ist diese... emotionale Bindung zu einem Menschen oder beziehungsweise der Kontakt zu einem Menschen unersetzlich. Natürlich ist das aus Sicherheitsaspekten, wenn jemand fällt, wenn jemand stürzt, als Warnsystem in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll, weil viele Leute, glaube ich, auch schon gerade die Älteren, Warnsysteme bei sich tragen, wo man dann Hilfen anfordern kann. Aber für die Sorge um die Menschen, da ist für mich die persönliche Komponente unersetzlich. Weil ist es nicht ein schöneres Gefühl, wenn man von einem Menschen umsorgt wird, als von einer Maschine? Und ich glaube, ich würde dem auch nicht so ganz vertrauen. Hinterher hat er da irgendwie einen Kurzschluss oder sowas. Da hat man ja auch schon einige komische Filme von gesehen. Also ich würde mich bei einem Menschen wohler fühlen. Da denke ich, bin ich total dagegen, weil ein Roboter ist nicht menschlich. Und er kann nicht auf die einzelnen Leute eingehen. Ne? Und alte Leute, die alleine in der Wohnung wohnen, die brauchen noch Zuwendung. Und den kann ein Roboter nicht bringen. Also ich finde das nicht so sehr gut, weil ein bisschen persönlicher Kontakt, mal so ein Streicheln und sowas, was dazugehört. Meine Frau ist also im Altenheim tätig, von daher weiß ich ein bisschen, worum es da geht. Finde ich, ist ganz wichtig. Wir betreiben einen Pflegedienst und sind von daher jeden Tag mit älteren Kranken oder hilfsbedürftigen Menschen zusammen und können es sehr gut einschätzen. Also wichtiger als irgendwelche Hilfsmittel sind halt oft die Pflegekräfte, die, wenn sie auch nur bedingt Zeit haben, ihnen übers Gesicht streichen oder durch die Haare fahren oder einfach den Kaffee machen. Und das kann der Roboter halt nicht. Wenn Ihr Leben von so einem Roboter abhängen würde, was wären Ihre Gedanken dazu? Ja, ich denke mir mal, wenn ich so krank bin, dass mir gar nicht mehr geholfen werden kann, dann möchte ich lieber eine Spritze haben.
damit ich weg bin. Also vom Roboter möchte ich trotzdem nicht behandelt werden oder begleitet werden oder wie auch immer. Ja, das wäre mir vielleicht gar nicht recht. Bei meinem Alter, ich bin 84, wenn ich da umfalle und es ginge schnell, bin ich froh, wenn der da gar nicht Alarm schlagen tut. Dann wollte ich ja lieber sterben. Der Staat, der verhindert das ja heute. Ich kann ja dahin siechen. Die Pharmaindustrie, die Ärzte, die wollen ja bis zur letzten Tablette, bis zur letzten Behandlung, wollen die an uns Alten verdienen. Das ist das Traurige. Ich bin in der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Manchmal liest man da so Fälle und die machen sich ja stark dafür, dass wir, wie es in Belgien ist, es ja jetzt erlaubt, dass ich in Apotheke oder mit dem Arzt sprechen kann, sagen sie, hör mal zu, ich bin klapprig, ich will nicht mehr, dass die uns tatsächlich was verschreiben könnten. So weit müssen wir hier auch kommen. Und da mache ich dem Staat ganz große Vorwürfe, die hängen zu viel von der Kirche und von den Pharmaindustrien und den Ärzten ab. Die haben zu große Lobby. Da muss endlich was passieren. Ja, wie gesagt, wenn das zu Hause eine Hilfe ist, eine Unterstützung für einen gewissen Zeitraum und das funktioniert auch, dann habe ich nichts dagegen. Also der Roboter hat ja keine Schuld, ne? Der Mensch ist, wenn ich krank wäre, dann bin ich krank, dann wünsche ich mir natürlich die bestmöglichste Versorgung. Und wenn, das ist ganz schwer, diese Frage finde ich auch ein bisschen schwierig. Also ich würde dem Roboter keinen Vorwurf machen, aber ich persönlich habe ja eben auch schon gesagt, ich würde mich freuen, dass ein Mensch sich um mich kümmert. Wenn jetzt bei Ihnen zu Hause so ein System installiert ist oder so und Ihr ganzer Alltag ist plötzlich im Internet zu finden, was würden Sie denn dazu sagen? Habe ich das denn zugelassen, dass das alles im Internet zu finden ist, oder machen die das einfach so? Also ich meine, wenn man dazu geht, das ist ja wie bei Facebook, da steht ja auch nur das, was ich hochlade. Und wenn ich irgendwann mal auf OK gedrückt habe, dass das da alles sein darf, dann darf ich mich hinterher ja auch nicht mehr beschweren, wenn es dann tatsächlich auch online ist. Also wenn man da einen Riegel vorsetzen kann und sich da selber aussuchen kann, was genau online steht, dann hat man ja da immer noch die Kontrolle. Wenn es natürlich einfach so dann hochgeladen wird, ist es nicht so gut. Ja, nicht, dass ich da auf einem Film da erscheine. Da wäre ich natürlich nicht von begeistert, dass da jeder gucken kann, ach, der Alte, der liegt da, wie geht's dem? Ich meine, wenn so meine Daten, das habe ich, habe ja nichts zu verbergen. Ich bin kein Steuerhinterzieher und nichts, also das wäre egal. Bloß, wie gesagt, nicht, dass er öffentlich auf einmal auf Bildschirme da erscheint. Das finde ich nicht so schön. Also so grundsätzlich, ne? Aber wenn der dann zu sehen ist, wie ich da, was weiß ich, gewaschen und gepflegt werde, nö, das würde ich nicht gut finden. Das möchte mal. Immer Privatsphäre ist ja schon wichtig, ne? Also so gewisse Dinge vielleicht, wie ich, nee, auch nicht essen kann man ja vielleicht auch nicht mehr so gut, sieht auch nicht mehr so lecker aus. Nein, finde ich nicht gut. Können Sie sich vorstellen, das bei sich zu Hause installieren? Nein. Begründung? Eben schon gesagt. Also wie gesagt, da fehlt einfach die Menschlichkeit fehlt. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass die heutigen pflegebedürftigen Senioren mit dieser Technik zu Rande kämen, wie das vielleicht in 20 Jahren aussieht, wenn jetzt unser Alter, was schon ein bisschen mehr mit Computer und so oder Handy und so weiter macht, ist wieder was anderes. Aber im Moment eher nicht. Wenn ich das nötige Kleingeld dafür hätte, ja. Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Wenn ich keine Angehörigen mehr habe oder der mich versorgt, umsorgt, ist es vielleicht eine Möglichkeit. Das ist ja auch eine Kostenfrage. Wenn das die Kasse übernehmen würde, ne, warum nicht? Nach dieser zeitlichen Verwirrung kommen wir wieder in die Gegenwart zurück. Es gibt viele Sammler, Briefmarkensammler, Bierdeckelsammler oder Sammler vom Miniatur-LKW. Peter Dornquast ist auch ein Sammler, jedoch sammelt er etwas ganz anderes. Gitarren aller Art sind seine Leidenschaft und auch spielen kann er sie. Kommen Sie mit auf eine Reise in sein eigenes kleines und vor allem musikalisches Reich. Der Kopf der Region. Viel Spaß dabei. Haben Sie ein außergewöhnliches Hobby? Eine besondere Leidenschaft oder sind ein ganz außergewöhnlicher Sammler? Finden Sie, dass Sie einzigartig sind? Besitzen Sie ganz wertvolle und besondere Schmuckstücke oder wollen Sie einfach nur mal ins Fernsehen? Dann sind Sie hier genau richtig, denn dann sind Sie ein Kopf der Region. Musik.
heiße Jonny-Peter Dornquast und bin 73 Jahre alt. Bin also vor dem Krieg geboren in Stralsund. Und mein Vater hat in Stralsund am Theaterchor hobbymäßig auch mitgesungen. Ja. Insofern war eine gewisse musikalische Vorprägung gegeben. Aber durch die Flucht und durch die Nachkriegswirren gab es kein Musikinstrument für mich. Und ich habe dann angefangen, so als Zehnjähriger oder was, mir eine Gitarre aus dem Schuhkarton zu basteln mit Gummibändern als Saiten drüber und versucht, die zu stimmen. Und meine Eltern hatten dann auch noch irgendwo so eine kleine Handharmonika aufgetrieben. Die war aber defekt. Und dann habe ich viel Mundharmonika gespielt als Kind. Und erst von meinem Konfirmationsgeld habe ich mir dann eine Gitarre gekauft. Und dann habe ich ein bisschen Unterricht in Bremerhaven gehabt bei einem Musiker, Ernst Wind, der selber keine Gitarre und Laute gespielt hat, wie auf seinem Straßenschild drauf stand, sondern war Akkordeonspieler. Das hat mir also nicht so ganz viel gebracht. Und dann bin ich zu den Naturfreunden gekommen, die dieses große Mandolinenorchester hatten. Und habe nebenbei einen anderen Musiklehrer gesucht. Es gab keine Gitarrenlehrer eigentlich in Bremerhaven zu der Zeit. Man konnte Gitarre gar nicht studieren in Deutschland. Meine Schüler gehörten zu den ersten, die dann regulären Studium in Deutschland machen konnten. Meine musikalische Leidenschaft galt eigentlich der Flamenco-Musik, weil ich während meines Studiums in Bremen, da habe ich diesen damals weltberühmten Gitarristen Carlos Montoya gehört, der alleine mit seiner Flamenco-Gitarre ohne Verstärkung, Verstärker waren da nicht drin. Er saß also im Saal der Bremer Glocke und spielte alleine eine so faszinierende Musik, dass ich auch gedacht habe, das wäre meine Musik. Und ich habe eine nebenamtliche Gitarrenlehrerstelle gesucht und eine hauptamtliche bekommen. Und das war in Hamm. Ich habe auch erst das nur so als vorübergehend angesehen, wollte ja eigentlich wieder in den Ingenieursberuf zurück. Aber ich bin dann einfach, weil mir das richtig Spaß gemacht hat, bin ich dann 25 Jahre da geblieben als hauptamtlicher Musiklehrer an der Musikschule in Hamm. Und dann hatte ich den Wunsch, zurück in die kalte Heimat zu gehen. Und meine Frau und ich, wir haben uns dann hier umgesehen nach Domizilen. Und ich habe eigentlich immer geguckt, dass das Haus für meine Sammlung geeignet ist. Und da bot sich dieses dann. Meine Sammlung ist eigentlich so entstanden, dass ich das aufgehoben habe, was ich selbst gespielt habe, die Instrumente. Und was mir so zufällig über den Weg gelaufen ist. Aber so in den 70er Jahren kamen dann die Flohmärkte. Und da habe ich etliches auf den Flohmärkten, was mich fasziniert hat, dann auch aufgekauft. Und irgendwann kam dann das Internet. Und seitdem kann man natürlich, wenn man Geld hat, kaufen ohne Ende. Da muss man sich dann schon bremsen. Und das Problem, was ich habe, was auch große Museen haben, ist, man hat immer zu wenig Platz. Und dieses große Haus reicht eigentlich nicht, um die Sammlung so zu präsentieren, wie sich das gehört, nach Sachgruppen zusammenhängen. Ich muss immer gucken, wo passt zwischen die Gitarren und Lauten noch eine Mandoline, um den Platz im Schrank auszufüllen. Ja? Weil sonst hat man das meiste im Speicher. Und damit hat man dann sein Leben lang zu tun. Thank you.
Das war's auch schon wieder mit Blick ins Sendegebiet. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss und bis bald. Ihr Radio Weser TV Team.